Heute kalifornische Seelöwen außer Rand und Band. Und bei Janett gibt's Kartoffelrösti. Kartoffelrösti? Hier gehen geheimnisvolle Dinge vor sich. Heiko Schäfer plündert den Blumengarten des Leipziger Zoos. Momentan brauche ich ja so ein paar Rosenblüten. Man kann ja auch Königskerzenblüten nehmen. Das sind alles Sachen, die nicht giftig sind, die essbar sind. Rosenblätter und kleine Rosenblüten im Ganzen. Man kann auch Hibiskus, den habe ich aber leider schon ein bisschen abgeerntet. Das ist also alles das, was nicht giftig ist. Ja. Aber für welche Art von Feinschmecker macht sich Heiko nur diese Mühe? Das haben sie schon gut genommen. Hier steht auch noch einer, der blüht violett, der blüht weiß. Die Farbe spielt keine Rolle. Sie mögen beides. Und schauen wir mal. Ne? Nur das Beste, handverlesen, für eine ganz besondere neue Tierart. Zwei männliche Jamaika-Leguane sitzen im Nachbargehege und gucken zu, wie ich das hier mache. Jamaika-Leguane. Die zwei sind wirklich eine Rarität. Jamaika-Leguane zählen zu den seltensten Reptilien, die man pflegen kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich in diesen Genuss komme, Jamaika-Leguane zu pflegen. Weil wir gehen davon aus, dass es weltweit mit dem Bestand in Zoos, da gibt es wenige, die das als Erhaltungszuchtprogramm machen. Wir wollen das auch tun. Und in freier Wildbahn gibt es etwa zusammen 300 Tiere noch. Und die Art galt eigentlich als verschollen. Und durch Zufall 1993 sind die bei einer Jagdgesellschaft wieder aufgetaucht. Da haben also Tiere wieder gefunden. Und dann hat man sich sehr um den Bestand bemüht, hat Tiere abgefangen, in Zoos gegeben und dort werden sie jetzt nachgezogen. Und jetzt guckt man, dass man wieder einen Bestand aufbaut. Die beiden sind solche Nachzuchten. Nicht direkt aus Jamaika, sondern aus dem Zoo Miami. Wir wussten aber vom dortigen Pfleger, dass sie sehr, sehr gerne Blüten, Blütenblätter, also bunte Sachen mögen, die sicher auch süß schmecken. Lecker Mäuler. So, jetzt mischen wir die schönen bunten Sachen ein. Das ist also wirklich so, ich versuche es ein bisschen zu mischen. Das heißt, wir müssen die anderen Sachen dann mitpressen. Ne? Und wir haben noch einen Versuch. Klappt nicht immer, aber wir nehmen sie mal mit. Ich will ja auch gewissen Kontakt zum Tier haben, da ich weiß, dass sie gerne Hibiskusblüten fressen, sind die hier. Und nehmen die jetzt mal mit und gucken, ob sie die aus der Pinzette nehmen. Stellen wir erstmal ihr Futter rein. Das werden sie dann gleich sehen, dass es Futter gibt. Und dann schauen wir mal. Ja, ja, du guckst schon. Du weißt genau, was kommt, ne? Mein Freund. Gib Futter. Mal sehen, ob Heikos Blütenzauber Wirkung zeigt. Hier La Pura Vida, das pralle Leben in Südamerika. Wasserschwein, Pekari und Co., alle tummeln sich in der Sonne, genießen die Wärme des Spätsommers. Doch hinter den Kulissen, da geht was vor sich. Wenn draußen alle beschäftigt sind, hat Janett Pambur freie Bahn im Stall für Kartoffel. Rösti? Kartoffelrösti? Hallo! Na? Wollen wir mal eine Runde schnarchen gehen? Rösti, ein flämisches Riesenkaninchen in Südamerika und seit kurzem nicht mehr allein. Kartoffel, das wird nischt. Sein Sohn Kartoffel ist mit eingezogen. Aus Rösti wird Kartoffelrösti. Er war halt alleine, ob ihn das jetzt groß gestört hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber grundsätzlich sind die Kaninchen ja schon sehr soziale Tiere und sie sind ja schon miteinander unterwegs. Ne? Das heißt, einer geht raus, der andere macht hinterher. Also die sind jetzt schon irgendwie so ein Team. Und immer wenn Janett kommt, warte, schon beim Ameisenbären gucken? Gibt's eine extra Tour für Kartoffel und Rösti. Na, und dann gibt's immer mal einen kleinen Snack. Ich finde die schon süß. Also es ist jetzt wirklich, ja, was fürs Herz. Kannst du dem Kartoffel Bescheid sagen, dass ich für ihn auch noch ein Stückchen habe? Kartoffel? Hier gäbe es noch Karotte. Oh. Ich hab's dir gesagt.
sind super. Also auch der Kleine orientiert sich super an dem. Also ist schon was Hübsches. Zusammen entdecken sie Südamerika. Jeden Winkel. Hey, Kartoffel ist unterm Schrank. Du bist Hasenbeauftragter. Oh, es hat irgendwas gefunden. Ih. Oh. Ich glaube, es ist vor Lichtjahren mal ein Stück Schnapfel. Das ist doch super. Aber das, da räumen die Menschen oft. Das ist ja ich wollte gerade sagen, in der Werkstatt ist da auch immer so dolle staubig, oder? Wenn sie immer mal so, immer so als Mob. Klar. Komm, nee. Was? Super. Jetzt aber nach Hause. Hops. Hier? Für so brave Kaninchen, die so brav von alleine hier reingegangen sind, gibt's auch noch was zu essen. Komm, Rösti. Komm, wir gehen nach Hause. Komm. Na, die haben es gut getroffen. Bei Jeanette. Ach, die machen schon Spaß. Glaube ich, wenn ich noch ein bisschen mache, dann finden die Kollegen die auch so toll wie ich. Dann können wir unser Zettelchen wieder abmachen und die Mädels können weiterarbeiten. Vielleicht schon morgen können Rösti und Kartoffel wieder auf Tour gehen. Das war's. Bei den Robben Harmonie unter Wasser. Doch an Land sieht es ganz anders aus. Im Stall, da ist was. Und das gefällt den Seelöwen ganz und gar nicht. Lippi, die betagte Seebärendame, ist dieser Tage die Einzige, die sich ins Haus wagt. Toll. Wie so eine Okay, gut gemacht. Bettina Hurgic und ihr Team haben hier was ausgelegt. Neue Matten. Erschreckend, ungewohnt und riechen auch komisch. Wir werden jetzt mal die Tiere versuchen, über unsere Box 3 reinzuholen. Da haben wir ja diese neuen Stinkematten liegen, die einfach schön dämmen und warm sind oder wärmer dann auch sind für den Winter und so. Das quietscht auch, wenn man da drüber geht. Finden die auch nicht ganz cool. Dann würde ich sagen, wir holen mal Fischis. Da ist Überredungskunst gefragt. Einer Lippi. Antonia vorgeschlagen, Leo und Lippi. Ja. Richtung Waage am besten so oder vielleicht sogar auf die Waage schon. Man das? Genau. Dann die Durchläufer und die einer lockt Alice. Ja. Schritt 1, erstmal überhaupt reinkommen. Ich glaube, dass wir bei Alice ganz viel Überredungskunst brauchen oder die aus 4 Metern schon sagt, hier geht's mir gut, lass mal für heute, so wird das vermutlich sein. Endziel ist natürlich, dass die Tiere sich in der Box genauso wohlfühlen wie überall woanders. Komplett entspannt sind. Wir haben ja auch die Waage drüben stehen. Wir wiegen ja einmal wöchentlich unsere Tiere. Da ist halt jetzt gerade auch nicht dran zu denken, seitdem die Matten wir die da gerade reinkommt haben, dass wir da einfach wieder die Entspannung reinkriegen. Das ist das Ziel. Dass es auch eine Wohlfühloase ist, wie überall. Na, bis zum Eingang der Wohlfühloase kommen sie schon mal. So, bereit? Ja. Ihr wisst doch. So. Jetzt geht's los. Die erste ist schon da, wie immer. Als Seebärin nimmt Lippi Veränderungen gelassen. Ganz anders als die Seelöwen draußen. Gerüche, Geräusche und Orte sind die absoluten Killer. Und hier kommt halt mehr oder weniger alles zusammen. Geruch, Geräusch von dem... Das quietscht halt so ein bisschen. Kommt halt alles so ein bisschen zusammen. Alice? Sissi! Bist du tapferer? Sissi! Der Fisch lockt, aber kann man ja mitnehmen. Und tschüss! Vielleicht klappt's in der nächsten Runde. Bei den Jamaika-Leguanen kommt Heiko auch mit verlockenden Angeboten. Als Türöffner bringt er Blumen mit. Die beiden Plätze haben sich bis jetzt rauskristallisiert, dass das am besten geht. Und jetzt schauen wir mal, was er so sagt. Guck mal, eine leckere Blüte. Hibiskus. Das war klar, ne? Ja, also das ist wirklich jetzt Kontakt zum Tier suchen. Das finde ich total klasse. Du kriegst noch mehr.
So, und dann gehe ich mal gucken, ob dein Kollege, als er war jetzt hinten immer noch nicht so zugänglich, aber er, ja. Möchtest du sowas auch? Heiko weiß genau, wie er hier Freundschaft schließen kann. Ja, nicht so hektisch. Du kriegst. Ja, so eine gibt's noch. Möchtest du? Noch eine? Ganz gut. Beißen sollten sie einen nicht, ne? Das sind relativ wehrhafte Tiere. Und mit dem Schwanz schlagen, das wäre das erste Verhalten, dieses Abwehrverhalten mit dem Schwanz zu schlagen, das haben sie noch nie hier gemacht. Ne? Waren auch von Anfang an völlig entspannt. So, jetzt warten die nur drauf, sieht man bei dem Händen schon, dass ich den Behälter verlasse und möglichst weggehe, dass man in aller Ruhe eine Runde machen kann, mal am Futternapf vorbei. In meinem Beisein ist immer so, da überwiegt dieses Beobachten. Das Auge ist immer dabei. Also, sobald ich mich bewege, kommt dieser Blick, das Auge folgt. Aber die wissen schon, dass die Näpfe da sind. Ne? So, Jungs, bis nachher. Das Auge folgt. Und isst mit. Da gibt's keine Zurückhaltung mehr bei den bunten Leckereien vor der Nase. Muss man einfach zulangen. Das ist neu. Also bis jetzt in meiner Gegenwart sind sie nie zum Napf gegangen. Jetzt ist das völlig entspannt. Da gibt's nur ein Problem, wenn die hier so reinhauen. Den Leckermäulchen, ne? Der Herbst kommt. Wird jetzt schon immer knapper mit den Blüten. Jetzt können wir in Ruhe weiter frühstücken, ja. Aber Heiko hat schon einen Plan, wo er den guten Stoff auch in der kalten Jahreszeit besorgen kann. Kurator Ariel Jacken und die medizinische Abteilung auf dem Weg zu einer Großaktion. In der Aufzuchtstation für Feldhamster des Leipziger Zoos soll heute der Nachwuchs der gesamten Saison einen Personalausweis bekommen. Dann gucken wir mal, wie gut der schon das Röhrenlaufen beherrscht. Bei den Alten ist das ja schön einstudiert. Die Kleinen müssen das manchmal noch ein bisschen lernen, dass das was Schönes ist, in die blaue Plastikröhre reinzulaufen. Ist eine sensible Angelegenheit. Ist noch nicht begeistert. So, aber jetzt. Und jetzt schön drinbleiben. In dieser Box wird er gleich kurz in Narkose gelegt. Jetzt haben wir ihn so stressfrei wie möglich, ohne anzufassen, ihn umgesetzt. Ist jetzt ein Eingriff mal. Einmal 2 Minuten Stress fürs Tier und dann hat es wieder Ruhe. So schonend wie möglich soll es sein. Das Narkosemittel strömt über den Schlauch ein, bis die Augen zufallen. Der Hamster ist, obwohl er klein ist und natürlich auch ein Beutetier von vielen Arten, ist er durchaus mutig und wehrhaft. Und es gibt Berichte und Videos davon, wie sich auch so ein kleiner Hamster einem scheinbar übermächtigen Feind entgegenstellt. Damit keine Feindseligkeiten aufkommen, setzt Dr. Bernhard auf schlafende Patienten. Die haben schon ordentliche Zähne, also das gibt schon richtige Löcher. Und deswegen müsste man sie mit einem sehr dicken Handschuh anfassen, sodass da nicht mehr viel Tierkörper übrig bleibt, das rausguckt, wo man einen Transponder versenken kann. Und so ist es einfach schonender für uns und für das Tier. Wir kontrollieren noch mal vom Geschlecht her. Und wiegen, muss er immer haben, geben Transponder und nehmen eine Haarprobe für die genetische Kontrolle. Der erste Hamster im Reich der Träume verschläft die Prozedur. Hat ordentlich zugelegt. Bekommt jetzt einen Personalausweis unter die Haut, den Transponder. Jetzt ist er unverwechselbar. Noch eine Haarprobe für die Wissenschaft und der Doc ist zufrieden. Ist richtig gut beieinander. Und bei der Gelegenheit noch ein Tropfen gegen Ungeziefer. Das ist eine Prophylaxemaßnahme gegen Milben. Der erste hat's überstanden. Doch da warten noch so einige junge Hamster. Bei 19 Würfen insgesamt konnte man natürlich am Schluss schön einen Durchschnitt berechnen. Und
kam bei ungefähr 7,7 Jungtieren pro Wurf raus, was erstmal ein schönes Ergebnis ist. Und das ist ja auch nie, was wirklich geworfen wurde. Das wissen wir ja nicht, sondern das ist dann schon was relativ sicher aufwächst. Mehr als 140 junge Hamster, die perspektivisch auf Feldern in Mitteldeutschland wieder angesiedelt werden sollen. Da ist Dr. Bernhards Wartezimmer rappelvoll. Der nächste, bitte. Die Seelöwen. Da guckt sie, da, Sissi. Hi. Sissi. Oh, Sissi. Na komm. Vor allem, oh, Sissi. Vor allem, wie sie schaut so. Leos Dings. Ich versuche mal, also hier vorne schon sie abzuholen. Sissi. Sissi, traust du dich einen Schritt weiter? Nein. Lassen sich nicht so leicht locken. Sissi. Selbst der Schritt ist auch so weit entfernt. Super, Sissi. Ja. Toll. Du bist all die tapferste Prinzessin. Ja. Fisch und sanfte Worte, bringen die doch noch eine der Gruppe über die Schwelle? So, Hilla ist schon da. Da kommt Leo. Super, Hilla. Mal durch zu Ronja. Super. Leo. Leo traut sich, schnuppert mal rein bei den neuen Matten. Na, ist doch gar nicht so schrecklich, oder? Oh. Oh. Du hast sie mal mutiger. Ach, den glaube, wir bleiben gemeinsam in der Box, ist besser. Ja. Aber einmal gucken und schnuppern hat gereicht. Tja, muss ja nicht funktionieren. Ja, dafür üben wir es ja. Ach, Alice und Hilla haben nicht, sind nicht mal aus dem Becken gekommen. Die schauen hier so wie so kleine Bojen, sagen, muss gerade mal die Äuglein so aus dem Wasser raus und das war's. Das wird wohl noch dauern, bis sie sich mit den neuen Matten anfreunden. Die stinken total und Robben riechen so gut wie Hunde. Also ist das für die ja noch mal 100 Mal schlimmer und für uns stinkt schon. Wenigstens unser Seebär ist da. Braucht noch Zeit. Und die ein oder andere Trainingseinheit. Wir machen jetzt nichts mit denen großartig Spektakuläres, sondern es geht wirklich darum, fühlt euch wohl. So ist jetzt ein neuer Zustand hier in der Box. Das ist unsere Priorität. Und dann läuft das eben wieder von alleine. Das wird schon. Erst mal abtauchen und entspannen. Zurück in der Aufzuchtstation der Feldhamster. Der erste Patient kann schon wieder nach Hause. Ganz wach ist er noch nicht. Das ist jetzt natürlich ein guter Moment, die noch mal in die Hand zu nehmen. Weil da macht er jetzt noch nicht viel. Wobei, der ist schon wieder am Aufwachen und der huscht in wenigen Augenblicken, verkriecht er sich. Und nebenan legt Dr. Bernhard schon den nächsten in Narkose. Das ist ein zarter Jüngling, der wiegt bloß 190. Den müsste man ein bisschen füttern. Holen wir mal den nächsten. Das ist jetzt der 23. Nachschub. Ja, komm. Das ist jetzt die 64, die jetzt zurück muss. Wie macht ihr jetzt weiter? Jetzt 66. So. Dann haben wir es erstmal geschafft. 25 ist schon mal ein sehr guter Start. 25 junge Hamster sind mit Chip unter der Haut nun unverwechselbar. Äußerlich wird es schwierig, die zu unterscheiden. Zumindest mehrere hundert. Wenn man dann von den Tieren, die wir rausgelassen haben, vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate, irgendwann später wieder was findet,
ist auch nicht ausgeschlossen, dass da natürlich ein Totfund dann dabei ist. Und wenn er einen Transponder hat, dann können wir es eindeutig zuordnen. Oder, was natürlich auch uns noch so ein bisschen im Kopf vorschwebt, vielleicht haben wir auch Möglichkeiten, über eine kleine Lesestation am Bau direkt abzulesen, wer ist da, wer geht da ein und aus. Und auch das, dafür ist dann ein Transponder ganz gut. Das ist noch Zukunftsmusik. Erst nächste Saison, nach dem Winterschlaf, geht's raus aufs Feld. Mit Chip und eindeutiger Identität, dank Dr. Bernhard. Am nächsten Morgen bei den Jamaika-Leguanen. Heiko kommt mit Blüten und einem Plan zur Wintervorsorge. Ich bin heute das Blumenmädchen und beschäftige mich jetzt mit der spannenden Tätigkeit des Blüten. Man lernt ja nie aus und man kann verschiedene Sachen probieren. Und da wir ja jetzt wissen, dass unsere neuen Leguane, die Jamaika-Leguane, gerne Blüten fressen, momentan kann man sich das schön mit frischen Sachen behelfen. Aber der Winter steht ja dann irgendwann vor der Tür. Und dann brauchen wir ein bisschen Ersatz. Und da sind wir auf die Idee gekommen, einfach hier Blüten, die sie jetzt gerne fressen, zu trocknen. Und haben hier so einen Obsttrocknungsautomaten. Ein ganzer Wintervorrat soll das werden. Wir haben von Ringelblume Topinambur, zum Beispiel Topinamburblüten gehen hervorragend. Ja. So was geht, alles was so Korbblütensachen sind, Hibiskus geht, Rose geht, Königskerze geht, Wicken würde gehen. Und so schön arrangiert. Na, das ist so ein bisschen wie Ikebana. Ne? Und dann braucht es wie alle guten Dinge Zeit. Zeit heißt hier, wir trocknen jetzt bei 70 Grad. So, jetzt ist er fertig bestückt. Das heißt, Strom haben wir, schalten an und jetzt trocknet das vor sich hin. Ist kein Schnellschuss. 6 Stunden dauert es für jede Portion. In kleinen Schritten zum großen Wintervorrat. So sieht's dann aus. Es riecht lecker. Na. Hoffentlich fressen die das auch getrocknet. Ja, also den Versuch, den starten wir natürlich. Ob sie die getrockneten genauso gut fressen wie die frischen. Aber ich gehe jetzt mal fest davon aus. Ich nehme mal hier 2 exemplarisch getrocknete Blüten. Gucken einfach mal, ob unsere Leguane die fressen. Holen wir uns mal eine Pinzette. Und schauen mal, ob unser Wintervorrat auf Gegenliebe stößt. Ganz ruhig, Jungs. Gucken wir mal, ob du auch so was getrocknet magst. Guck mal. Ja. Gut, du bist ja gierig. Und wir sehen, dass getrocknet prima geht. Sag ich doch. Lecker. So, können wir weiter trocknen. Sieht erfolgsversprechend aus. Und unsere beiden berühmten Jamaikaner hier, da haben wir uns gesagt, die brauchen auch einen Namen. Und die brauchen einen jamaikanischen Namen. Also heißen sie jetzt der eine Bob und der andere Marley. Passt. Na, sind doch Good Vibrations hier in Leipzig. Ein Kontrollbesuch bei der Ältesten hier. Ashanti steht unter Beobachtung. Ja, wir haben ja also ein zunehmendes Problem, dass möglicherweise schon größere Teile im Backenbereich der Zähne verlustig gegangen sind. Und was das für Ashanti bedeutet, sehen Sie kommende Woche. Außerdem Lippenbären Ludmilla. Sie ist Rekordhalterin. Worin? Nächstes Mal. Und alles über den Mähnenwolf im Podcast. Bis dann bei Elefant, Tiger und Co.